in Kalbach. Zwei Tage jetzt nach der heftigen Olympia-Ausscheidung, aber mit eines der spannendsten Rennen und Duelle überhaupt jetzt bei den olympischen Qualifikationen bei den 470er Frauen. Was die Segelnation jetzt bewegt, ist die große Frage, habt ihr euch denn wieder vertragen? Nicht schon wieder anfangen. Wir haben das größte Versöhnungsinterview, wurde uns von Seiten von STG doppelt angeboten. Das haben wir beide abgelehnt, weil wir haben uns nie wirklich gestritten. Es ging uns eher darum, dass es so groß auf der Bühne breit getreten wurde. Zwischen den Mädels und uns gibt es kein Problem. Von daher, wir haben uns nie gestritten. Darum müssen wir uns auch nicht wirklich vertragen. Wir haben darüber gesprochen und es ist okay. Und unserer gemeinsamen Zusammenarbeit steht nichts im Wege. Das hätte ich ja auch, ich habe es ja nun draußen auf dem Motorboot auch erlebt, das war ja die ganze Zeit, man hat das Gefühl gehabt, dass ihr tatsächlich sehr gut miteinander umgeht, es kam diese Geschichte wirklich auf der Bühne, klar, eine Protestsituation ist immer ein Drama, es hieß danach, dass ihr schon eben euch miteinander nochmal austauschen wollt und das ist passiert, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns dann als beidseitige, sag ich mal, Emotionen ein bisschen runtergekocht sind und damit meine ich jetzt auch wirklich die Regatta und ein spannendes Medal Race, auf was wir uns erstmal konzentrieren wollten, wo die Mädels auch wirklich stark gesegelt sind und ich glaube, wir haben eine gute Trainingsgruppe, eine gute Zusammenarbeit und können uns da auch gegenseitig in die Augen gucken und auch Spaß miteinander haben beim Segeln. Und wir hatten ein tolles vergangenes Jahr und glauben, dass die nächste Zeit bis zur WM auch produktiv wird. Ja, es ist ja auch das Vorbild. Guckt ihr so ein bisschen auch auf die Lasersegler. Das ist ja bei euch im Grunde auch passiert, dass man, wenn man einen starken Gegner hat, dass man sich dann im eigenen Land eben auch nach vorne pusht. Wie sieht so eine Zusammenarbeit dann aus? Ich meine, beim Laser ist es relativ einfach, weil es der technische Aspekt viel geringer ist. Beim 470er gibt es ja wahrscheinlich schon ein paar Punkte, dass man sich über Trim austauscht. Oder macht ihr sowas? Also wir haben jetzt gestern noch drüber gesprochen. Wir werden jetzt nicht alle Daten auf den Tisch legen. Das ist von beiden Seiten nicht gewollt. Macht, glaube ich, auch gar keinen Sinn, weil wir ganz anderes Material fahren. Angefangen vom Boot, über die Segel, über Mast. Aber ich glaube, dass wir haben beide verschiedene Stärken und Schwächen und ergänzen wir uns ganz gut. Und da wollen wir auch in Maßen zusammenarbeiten. Tina hat ihren eigenen Coach. Wir gehen gerne auch mal unseren eigenen Weg. Aber bestimmt werden wir uns auf dem Weg nach Perth mal treffen und da produktiv zusammenarbeiten, dass wir auch beide ein starkes Rennen in Australien abliefern können. Und ich glaube schon, dass die nationale Konkurrenz immer die beste Motivation ist, da hart weiterzuarbeiten. In Perth weiß man nun, dass da sehr viel Wind vermutlich ist. Der Fremantle Doctor weht da ziemlich heftig. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ich meine, es ist ein halbes Jahr noch hin. Fangt jetzt alle an zu essen und Gewicht zuzunehmen? Also der Fremantle Doctor, klar, der kann kommen. Wir waren letztes Jahr schon mal 4-5 Wochen in Australien und was viele, der setzt, wenn dann nachmittags ein, was wir gehört haben, ist, dass wir morgens, also vormittags ein Rennen fahren werden um 9 Uhr, nachmittags bei vermeintlich viel Wind, dann noch ein zweites Rennen fahren, eben weil die Wettfahrtleitung vermeiden möchte, dass es eine reine Starkwind-WM wird. Und am Ende des Tages hat auch China gezeigt, wo alle gesagt haben, das wird ein Leichtwindrevier, dass das entscheidende Medal Race bei den Tornados, bei den 49ern nachher ein Starkwindrennen war. Also am Ende würde ich mich dann nicht auf die eine oder andere Windstärke verlassen. Und wie wird jetzt das halbe Jahr, wie macht ihr das mental auch? Erstmal jetzt alles abgehakt, fährst jetzt erstmal in Urlaub und ist ja eigentlich jetzt relativ entspannt, dieser lange Zeitraum dazwischen. Ich habe Montag erstmal Klausur. Das heißt, das Wochenende wird nicht ganz so entspannt, aber danach fahre ich erstmal nach Berlin. Wir werden das alles mal ein bisschen sacken lassen und dann als nächster Wettkampf ist für uns die Euro in Helsinki, aber das wird auch eine reine Trainingsregatta. Der nächste Höhepunkt werden dann für uns die Pre-Olympics auf dem Olympischen Revier und da wollen wir dann schon mal angreifen. Der Vorsprung beträgt jetzt in der Olympia-Qualifikation 2 Punkte, glaube ich. Es ist nicht so viel, aber das hält einen auch wach. Oder ihr könnt nicht jetzt irgendwie satt irgendwie nach Australien fahren und sagen, ey, wir haben es schon fast geschafft. Aber das hält auch alle Sinne beisammen, oder?
Also erstmal ist es wirklich verschwindend geringer Vorsprung. Die Mädels sind super stark, haben im letzten Jahr einen riesen Sprung gemacht. Ich glaube, auch wenn die Punkte jetzt mehr wären, wäre da keine Vorentscheidung. Und klar, die Ausscheidung ist halt eine Sache, aber am Ende wollen, so wie wir als auch die anderen, wollen erfolgreich bei Olympia sein und nicht nur diese Ausscheidung gewinnen. Das heißt, sich zurücklehnen sollte sich keiner.